Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Christian und in meinem letzten Video habe ich dir erklärt, dass es natürlich im Leben unglaublich wichtig ist, ein klares Ziel zu haben. Aber dass es mindestens genauso wichtig ist, zu wissen, wo du aktuell stehst, also zu wissen, wo du beginnst, an deinen Zielen zu arbeiten. Ich habe dir das Video noch einmal unten in der Beschreibung verlinkt. Solltest du es noch nicht gesehen haben, bitte schau es dir unbedingt an, weil dieses Video darauf aufbaut. Am besten du abonnierst überhaupt meinen Kanal, damit du immer wieder über neue Videos informiert wirst. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Heute betrachten wir, was dich daran hindert, deine Ziele zu erreichen. Bleib dran, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, wie ich dir schon im letzten Video erklärt habe, ist es unglaublich wichtig, den Weg zu deinen Zielen zu planen, weil du sonst orientierungslos durch die Gegend läufst. Ohne Planung, da wirst du deine Ziele einfach nur sehr schwer erreichen. Im letzten Video habe ich dir empfohlen, eine Liste zu erstellen mit all jenen Dingen, die dir einfallen, wo du aktuell stehst, also wo du beginnst, an deinen Zielen zu arbeiten. Ich hoffe, du hast diese Liste erstellt. Ich hoffe, du warst auch ehrlich zu dir selbst und ich hoffe, du bist auch ins Detail gegangen. Wäre super, auch wenn dir manche Punkte noch so bedeutungslos erschienen sind. Wenn du das getan hast, super. Wenn nicht, bitte spring noch einmal zum letzten Video zurück und schau es dir noch einmal an, damit du diese Liste auch erstellst. Wenn du diese Liste erstellt hast, dann nimm sie jetzt zur Hand und geh sie der Reihe nach Punkt für Punkt durch und frag dich bei jedem Punkt, ob er dich ein Stück näher an dein Ziel heranbringt oder ob er dich ein Stück weiter von deinem Ziel entfernt. Und dann markierst du bitte folgende Punkte oder jene Punkte, die dich ein Stück näher von deinem Ziel entfernen, also die dich daran hindern, dein Ziel zu erreichen. Du kannst die Punkte unterstreichen, du kannst sie mit irgendeinem Leuchtstift markieren. Am besten wäre es, wenn du sie wieder auf eine eigene Liste aufschreibst. Mach aber bitte einen entscheidenden Fehler nicht. Bitte schreib niemals Dinge auf, die du nicht ändern kannst. Bitte erwähne auch keine Dinge, die du nicht selbst in der Hand hast. Weil du an diesen Dingen einfach nichts ändern kannst und weil es völlig sinnlos wäre, wenn du dich mit solchen Dingen beschäftigst. Schau dir mein Beispiel an. Wie du weißt, wurde ich ohne linkes Bein und ohne linke Hüftpfanne geboren. Wo ich mir zum Ziel gesetzt habe, einen Ironman erfolgreich zu beenden, habe ich diese beiden Punkte, also mein fehlendes Bein und meine fehlende Hüftpfanne, nicht auf die Liste geschrieben, weil ich es nicht ändern konnte. Wie du aber vielleicht auch weißt, war ich zum damaligen Zeitpunkt Kettenraucher. Ich habe keine Party ausgelassen und ich habe mich völlig ungesund ernährt. Diese Punkte zum Beispiel, die habe ich sehr wohl auf die Liste geschrieben. Weil an diesen Punkten konnte ich arbeiten, an diesen Punkten konnte ich etwas ändern. Noch ein Beispiel. Wenn es dein Ziel ist, abzunehmen, 5 Kilo, 10 Kilo, 15 Kilo, egal wie viel. Wenn es dein Ziel ist, abzunehmen und auf deiner Liste steht, ich trinke jeden Abend 2 Bier, oder ich esse jeden Tag einen Schweinsbraten, dann brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, wo diese beiden Punkte hingehören. Wenn auf deiner Liste jetzt aber steht, familiäre Veranlagung, dann lasse ich diesen Punkt nicht gelten. Bitte verstehe mich nicht falsch, natürlich kann es sein, dass Übergewicht familiäre Veranlagung ist, aber Fakt ist, dass du an diesem Punkt nichts ändern kannst und deswegen solltest du dich damit auch nicht beschäftigen und vor allem solltest du dich damit nicht verrückt machen. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Ich möchte dir noch als kleine Inspiration, vielleicht auch als Hilfe beim Erstellen dieser Liste ein Zitat mitgeben von Reinhold Niebuhr. Der Reinhold Niebuhr hat gesagt, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Genau das wünsche ich dir. Ich bin davon überzeugt, dass wenn du dieses Zitat beherzigst und wenn du diesen Weg so gehen wirst, dass du deinen Weg zu deinen Zielen finden wirst. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Daumen nach oben. Schreib mir gern deine Meinung und deine Fragen bitte unten in die Kommentare. Ganz, ganz wichtig, wie schon am Anfang erwähnt, abonniere bitte diesen Kanal, damit du immer wieder auf dem Laufenden bleibst. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao, dein Christian.